Hallo, wir haben heute Mittwoch. Malte und ich machen heute mal die ganze Halle wieder sauber. Kein Mensch hier zum Sport machen, aber das staubt ein. Das staubt richtig ein. Das finden wir auch nicht so cool. Und deswegen werden wir jetzt den Boden putzen. Gut, ne? Damit alles glänzt, wenn er wiederkommt. Hoffentlich bald. Buongiorno. Na? Wie geht's dir? Gerade bin ich sehr, sehr müde. Ich bin auch sehr, sehr müde. Ehrlich. Ich habe heute nicht so die motivierende Laune. Ist manchmal so. Aber mir geht's sehr, sehr gut. Prinzipiell. Mir fehlen einfach die Buddies. Das ist so, ja, ich frage mich, wie wir den Tag normalerweise schaffen, weil wir normalerweise einen sehr, sehr langen Tag immer haben mit Coachen. Aber ich glaube, es liegt daran, dass die Buddies normalerweise da sind und wir viel Energie von denen bekommen. Mhm. Ist so. Weil aktuell fragen wir uns ab und an, boah, wie schaffen wir so einen 12-Stunden-Tag und dann bis 22 Uhr in der Box sein? Okay. Hast du sonst noch irgendwas zu erzählen? Worte. Ich bin gespannt auf morgen. Ich glaube, morgen wird uns unsere Kanzlerin sagen, dass wir Geduld haben sollen bis zum 6. Mai. Und dann vielleicht bis Juni. Na. Ich weiß es nicht. Aber es könnte gerne losgehen. Ist so. Alles ist fertig. Und wir sind ready für euch. Schon lange. Schon lange. Na gut, das in diesem Sinne. Ich sag oft in diesem Sinne, fällt mir auf. In diesem Sinne. Tschüss. Ciao. Guten Morgen. Gestern war Meeting. Von den Ländern. Das war gestern, ne? Ja. Genau, Länder und Angie. Was hat es uns gebracht? Voraussichtlich nichts. Oder was sagst du? Ja, nix. Ja. Nix. Es wird drüber gesprochen. Ja, immerhin. Tja, also diese Lockerung mit Sport im Freien ist gestattet. Wenn die Leute einen Mindestabstand halten, ist schön und gut. Aber nichtsdestotrotz sind wir trotzdem ein Fitnessstudio. Und die müssen geschlossen bleiben. Und das ist so gefühlt eine Grauzone. Keine Ahnung. Aber wir haben keine Lust, so eine Grauzone zu durchbrechen. Dann steht da das Ordnungsamt und die Polizei und sagt, wir dürfen 4.000 Euro blechen, weil wir gegen eine Regel verstoßen haben. Ein bisschen vermessen von anderen Studios in unserem Bundesland. Sachen zu versprechen, die vielleicht nicht eingehalten werden können. Meine Meinung. Ja. Wie stehen wir dazu? Wir warten ab, oder? Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal versuchen, das Ordnungsamt zu kontaktieren, ob die eine Aussage treffen können. Aber im Endeffekt, wir könnten jetzt halt, ja, es dürfte halt nicht mal jemand auf Toilette gehen, selbst wenn jemand draußen vor der Box Sport macht,
so wie wir jetzt die Gesetzeslage verstanden haben. Aber da gibt es auch sehr wenig Infos zu. Ja, das ist so das Problem. Also wir haben gestern noch ganz viel nachgedacht und dachten, boah, wie könnte man das vielleicht unterm Vorbau oder so in der Box machen. Aber im zweiten Step haben wir uns das nochmal angeguckt und da steht halt klar drin, Fitnessstudios müssen geschlossen bleiben und jetzt wissen wir halt nicht so genau, was wir machen können dürfen. Ist irgendwie total doof, dass die das nicht halbwegs ordentlich definieren, dass man da eine Ahnung hat. Deswegen eben wird am Montag wahrscheinlich das Ordnungsamt mal, ich weiß nicht, angerufen, eine Telefonnummer wird man wahrscheinlich aktuell nirgends finden, aber ich habe eine E-Mail-Adresse, da schreibe ich sonst mal hin. Let's see. Ja, ansonsten abwarten bis zum 6. Das ist jetzt ja auch nicht mehr so lange hin dafür, dass die einen mal jede Woche neu vertrösten. Und vielleicht gibt es da dann mal ein Datum oder irgendwas, mit dem man arbeiten kann. Ja, schön wär's. Eine lustige Information am Rande. In Österreich dürfen wohl Prostitutionsbetriebe eröffnen, aber Fitnessstudios noch nicht. muss ich sehr drüber schmunzeln. Naja, okay, das erstmal zum Corona-Update. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Kumpel. Happy birthday to you. Wow. Also das war mehrstimmig. Das war gut. Das hat sich. Sie machen Fotos, tauschen Platzen, aber abwatschen bleibt gleich. Brudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Rede mir von Koks und vom Messerstechereien. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Die letzten Tage. Wahnsinn! Zum einen, die meisten haben es bestimmt schon mitgekriegt, dass Malte und ich von Lululemon noch auserwählt wurden für den Relief Fund. Naja, also auf jeden Fall bekommen wir ein bisschen finanzielle Unterstützung von Lululemon und wir hätten damit gar nicht mehr gerechnet. Die hatten nämlich eine zweite Auswahlrunde wohl gemacht, haben das nicht kommuniziert und da wurden wir dann ausgewählt. Und das war so eine tolle Überraschung und hat uns mega gefreut, sodass wir wissen, okay, wenn das alles an sich so weitergeht wie jetzt, dann werden wir die Corona-Zeit hoffentlich überstehen. Aber das ist einfach so eine tolle Wertschätzung und irgendwie wurden nur 8 europaweit ausgewählt, inklusive uns, und das ist schon ganz schön großartig. Das hat uns mega, mega gefreut. Das war so das Coolste, was letzte Woche passiert ist. Zum anderen, wir dürfen eröffnen. Also eröffnen ist das falsche Wort, Fitnessstudios müssen geschlossen bleiben, aber man darf Outdoor-Sport machen. Wie ihr hinten seht, Outdoor-Sport. Malte hat gestern schon was aufgebaut. Wir dürfen ein paar Mitglieder hier trainieren, unter freiem Himmel sozusagen. Bei uns wird das so sein, dass wir 5 Leute haben pro Kurs. Mehr geht da gerade nicht. Wir müssen auch erstmal schauen, wie wir das alles auch gut einhalten können. Wir haben Hygienekonzept und alles. Wir freuen uns einfach mega, dass es langsam losgehen kann. Wir sind einfach sehr gespannt, weil wir wissen, wir haben gerade nicht genügend Platz für alle Mitglieder pro Woche. Das ist halt der negative Aspekt. Wir bieten dazu aber parallel die Live-Classes weiterhin an, sodass jeder, der möchte, eine betreute Class haben kann. Natürlich geiler vor Ort, aber bitte, bitte gebt uns Zeit. Wir müssen das alles erstmal anfangen. Wir müssen anfangen hier zu coachen, schauen, wie es funktioniert. Vielleicht dürfen wir ja bald
größere Classes irgendwie machen. Vielleicht dürfen wir auch bald drin was machen mit offenen Toren. Wir wünschen es uns so, so sehr. Unser Antrag liegt nach wie vor beim Gesundheitsamt. Am 6. Mai ist ja wieder Besprechung sozusagen, wo sich die Minister wieder beraten wollen. Und wir hoffen, dass es da eine tolle Lockerung gibt. Drückt die Daumen. Aber wir wollen erstmal schon dankbar für das sein, was jetzt ist. Genau. Das war ganz schön viel Arbeit. Alles kommt immer so von heute auf morgen gerade. Man hat gar keine Zeit, dann Luft zu holen. Es ist voll schräg. Ich saß gestern so ewig lange am Computer, um diverse Sachen vorzubereiten. Ich musste die Classes anlegen, eine neue Mitgliedschaft erstellen, damit das alles anders getrackt wird, als wir es sonst haben. Das ist so ein immenser Aufwand, denn jedes einzelne Mitglied musste eine neue Mitgliedschaft bekommen. Danke an Caro und Biene an der Stelle, die mir da noch geholfen haben. Alleine würde ich wahrscheinlich jetzt immer noch dran sitzen, damit das alles gut vonstatten gehen kann. Das ist mega toll, wir freuen uns sehr, 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 sehr. Und wir starten mit den regulären Mitgliedern. Alle, die uns supportet haben die letzten Wochen, vielen Dank dafür. Das ist die Belohnung. Geht wieder los. Alle anderen, die irgendwie über Qualitrain kommen oder 10er-Karten haben, bitte geduldet euch noch ein bisschen. Sobald wir größere Classes machen dürfen und können, in irgendeiner Art und Weise, können wir das auch wieder öffnen für alle anderen. Aber wir möchten gerne denen die Chance geben, die die letzten Wochen sehr für uns da waren, einen Spot zu bekommen. Ne? Wir hoffen da, wie gesagt, auf Verständnis. Infos dazu gab es die letzten Wochen ja aber auch schon ein paar Mal an Betroffene. Drum, seid gnädig. Auch wenn vielleicht eine Zeit dabei ist, die ihr persönlich nicht so gut findet oder es nicht schafft. Es geht gerade nicht anders. Wir können jetzt auch nicht 24/7 arbeiten. Sonst können wir in 2 Wochen wahrscheinlich wegen Burnout zumachen. Bitte nicht. Lasst uns da auch entspannt wieder ankommen und reinkommen. Ne? Ja, wir sind gespannt, wie es draußen so wird. Happy Days. Ich genieße die Sonne noch ein bisschen und freue mich, denn gleich kommt ganz viel Equipment zurück und wir machen McDrive. Also bis dann. So, es ist fast 20 Uhr. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir waren jetzt 10 Stunden auf den Sonntag in der Box, um alles zu organisieren. Wir freuen uns, aber wir sind jetzt schon wieder kaputt. 30.000 E-Mails schon wieder im Posteingang. Und man denkt so, fuck ey. Was ist denn jetzt los? Wir sind gespannt auf morgen. Wie gesagt, wir freuen uns derbe, aber ich glaube, wir werden so fertig sein. Naja, nur. Buddies, see you tomorrow.